Frohe Weihnachten wünsche ich euch und willkommen meine Freunde zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir Eggluck Edition. Ho ho ho. Ja meine Freunde, wir sind hier bei Alpha Saphir auf dem guten alten Schlotberg, sollte es eigentlich sein. Und hatten im letzten Part den Terror auf Erden. Dieser Bart, ihr wisst, ist der Terror in Bart. Dieser Bart ist einfach nur pur, ich sterbe einfach nur. Und ja, Leute, wir sind hier im Weihnachtsbad, Weihnachtsspecial unterwegs hier am Weihnachten. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachten oder habt es noch mit eurer Familie. Ich hoffe, ihr verbringt den Tag schön mit eurer Familie. Ihr müsst nicht unbedingt den Part gucken jetzt. Ihr könnt auch gerne wieder zu eurer Familie runtergehen. Immer schön. Wie? Oder ihr bleibt hier und guckt zusammen mit mir an, wie das erste Ei schlüpft. Denn ich habe für euch, da es ein Weihnachtsspecial ist, meine Freunde, die 4 Pokémon, die bei uns gefehlt haben im Team, gegen 4 Eier eingetauscht. Im letzten Part ist King Boy gestorben, Madoxe gestorben, Alex Tenshi gestorben. Der Part war echt Apokalypse heftig mäßig, aber Leute, mit der Kraft der Weihnacht werden wir unser neues Team auferstehen lassen. Weihnachtsmann, Power activated! Jetzt kommt, meine Freunde, jetzt kommt das Pokémon, was ich mir schon immer gewünscht habe. Komm, irgendwas verdammt Geiles jetzt. Komm schon! Schriebel! Weihnachtsmann! Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass mich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Schnurrbartmann! Heftig geil! Sneebel! Sneebel ist ein Hammer-Pokémon! Ich wollte schon immer einmal ein Sneebel benutzen in einer Challenge. Und wisst ihr was? Dieses Pokémon wird die gute Maren. Maren ist eine aktive Abonnentin auf meinem Kanal. Wer sie nicht kennt, sollte sie auf jeden Fall kennen. Ist auf jeden Fall schon des Öfteren Pokémon geworden. Ist ebenfalls meine Fanpage auf Instagram. Checkt die auf jeden Fall mal ab. Und ja, frohe Weihnachten an euch alle, beziehungsweise jetzt auch an das gute Sneebel. Mal gucken, ob es ein Broke-Pokémon ist, Leute. Und der Bart, der wird wieder aufgesetzt natürlich, weil ohne Bart wäre das natürlich kein Weihnachtsspecial. Gucken wir das gute Pokémon mal an. Haben wir gute Werte? Haben wir gute Attacken? Eishieb, Verhöhner, Silberblick, Kratzer und Verteidigung Plus. Okay, das ist nicht ganz so geil. Aber Eishieb, Leute. Eishieb, das ist schon mal nice. Aber damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Finde ich nice. Sneebuna, eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Und ja, bevor ich mich hier noch weiter verschlucke oder sonstiges, sammeln wir erstmal das Item ein. Und zwar ein Ashen. Ein Ashen. Ja, das ist schon ganz in Ordnung. Und ja, Leute, ich weiß, es sieht vielleicht ziemlich dämlich aus, was ich hier mache, aber ich mache mich gerne zum Affen für euch, weil, keine Ahnung, ich... Keine Ahnung, ich mache das halt gerne, sagen wir mal so. Ich spiele halt gerne mit, bin halt sehr... Ja, witzig drauf, deswegen, ihr solltet mich eigentlich so ein bisschen kennen, ne? Deswegen, ich habe noch ein paar andere Weihnachtsvideos ja geplant für euch. Den langen PMD-Part, wo man den Verhängnisturm macht mit der Arceus-Statue und. Wer das nicht gesehen hat, soll es auf jeden Fall angucken. Und ich will mal die Musik hier ändern, diese Musik ist so böse hier. Und so, das passt richtig weihnachtlich hierzu, ne? Es regnet Asche. Und regnet es gerade ganz normal, hier regnet es Asche, das ist fast wie Schnee, von daher ist etwas Weihnachtsstimmung hier, von daher passt ja alles ganz genau. Ich werde heute aber 2 Parts aufnehmen, wir sind ja auf dem Stallpass, Stallpassage, sind wir überhaupt noch hier irgendwie am Leben aktiv? Ja, Kirato geht eigentlich noch voll klar vom Leben her, wir sollten ja runterradeln können. Auf diese Route können wir bereits ein weiteres Pokémon fangen und ein weiteres Ei holen, Leute, Bart Power aktiv, Leute. Es geht weiter, komm. Der Bart Power Mann ist aktiv. Was soll ich dazu sagen, außer... Ein Muschas. Das ist geil. Muschas gefällt mir. Das finde ich wiederum cool. Und wer das Muschas sieht, meine Freunde, sehen wir in 3, 2, 1. So, Leute, da bin ich wieder und zwar ist das gute Muschas, der gute Rocket geworden. Rocket, bin ich gegrüßt. Du bist jetzt auch nochmal hier an Weihnachten ein wunderbares Muschas geworden. Und wie ist dieses Muschas? Felswurf, Eisspeer, hat es diese Fähigkeit? Wertelink, jawohl! Das Pokémon ist wieder OP! Das ist stark, ey. Felswurf und Eissplitter mit Wertelink, Leute. Das ist ultra übertrieben krass. Und wir müssen noch ein Pokémon hier fangen, damit wir einen weiteren Eye-Counter kriegen, meine Fritz! Und ich werde diesen Bart jetzt als miese Friese hochklappen. Ja, das ist ja aus wie Albert Einstein, oder? Das ist krank. Auf jeden Fall wird Zero of Time jetzt erstmal hier ein Zertrümmerer Stärke rausholen. Stärke. Na komm. Legen wir weg hier den Bart. Das regt mich selber auch
Like a Bausaller hat er mit einem KP überlebt hier, der Junge. Oh, und jetzt sieht hier, das macht kein Damage, ne. Bisschen die Friese miese hier nochmal richten Schichten. Zack, 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 zack. Soll doch weihnachtlich Sommer auch gut aussehen, ne? Damit die ganze Familie auch schön ja, miteinander hier auskommen kann. Leute, ich glaube, ich habe es doch gar nicht gezeigt hier bei euch. Seht ihr das im Hintergrund bei mir? Da. Ich habe alle meine Geschenke heute verpackt. Ich bin richtig stolz darauf. Alle meine Geschenke. Beziehungsweise die Geschenke nicht für mich, sondern für meine Familie halt. Deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass ich das schon mal hingekriegt habe. Dass das alles fertig ist auf gut Deutsch. Und ja. Für mich ist Weihnachten mehr ein Geben als ein Nehmen. Damals war es andersrum. Ich habe uns auch so ein paar Kleinigkeiten bestellt. Ich bin ja so ein riesen Gunpla-Fan. Also ich baue immer diese kleinen diese Roboter auf, die ich so mal gezeigt habe, meine Roomtour und all sowas. Und ich habe mir auch davon einen gewünscht. Das ist so ein Modell halt, was man aufbauen kann. Und Alter, was war das für ein Grunzen? Was war das denn für ein Grunzen? So, People, da bin ich wieder. Mein 3DS ist leider gerade ausgegangen. Und ja, das ist natürlich sehr doof. Deswegen habe ich mal Cold Ausch gemacht und wieder angemacht. Und ich werde jetzt hier hoch rampen. Ramp, ramp, ramp. Dankeschön. Deswegen musste ich alles gerade normal spielen. Das heißt alles. Das war ja eigentlich nur die Passage und die zwei Eier. Sonst eigentlich nichts. Wir haben jetzt hier eine Steinpolitur bekommen. Das ist eine sehr gute... Oh, das Wanderer. Da kann, glaube ich, die gute Sarabisch was machen. Jara, Jara, Helm! Helm, Helm, Helm! Pom, 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 pom! Helm Power! Helm Power! Der Steilpass! Rauf den Schlotberg, so steil, so zerklüftet, da lacht der Bergsteiger Herz! Das nenne ich mal den Berg noch meinen Geschmack! Alles klar, Madame! Das werden wir machen! Und Leute, ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Viele haben mich gefragt, ob ich ein Special mache für das 40.000er Special. Und Leute, das werde ich. Das werde ich. Ich bin schneller als das Ding. Von daher lohnt sich ein Zauber als erstes mehr als Mega Sauger. Auf jeden Fall sollte... Oder oh, sturdy. Sturdy, sturdy, sturdy. Katapult. Sollte nicht töten, oder? Macht aber Damage. Mache ich Mega Sauger, um einen KP wiederherzustellen. Der eine KP kann wichtig sein, Leute. Vergiss das nie. Deswegen. Und da geht das down, das Gewatz. Gewatz! Level 22! Sache. Helm! Okay, das ist nice. Stachelspore, das ist gut. Will ich das haben? Will ich das haben? Warte mal. Hat das 100%? Nee. Nee, da finde ich Schlafpuder besser. Da finde ich Schlafpuder besser. Da brauche ich keine Stachelspore. Da brauche ich das. Nein! Nein, 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 nein. Hör auf. Hör auf. Stachelspore. Abbrechen. Ja, bekannte Attacken behalten. Ja, danke schön. Mein Gott, das dauert immer so lange, ey. Rock Level 6. Rock Level 7. Maren Level 7. Maren Level 8. Ich sag, unser Team kommt so langsam wieder. Und Maren ruckzucki brauche ich das. Ja, erste First Try, ne? Erste First Try. Warum nicht? Ein First Try Move ist immer nice und sollte man auf jeden Fall immer ein Petto haben. Deswegen. Level 9. Level 10. Was ist mit der verkehrt, ey? Finte, jawohl, die erste schöne Step-Attacke. Außerhalb Eishieb natürlich. Außerhalb Eishieb natürlich. So, dann haben wir Finte gelernt. Und der Wanderer wurde besiegt. Schade, schade, mein Freund. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr habt alle ein schönes Weihnachten. Ihr könnt ja mal, wie gesagt, einfach mal in die Kommentare reinhauen, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Habt ihr ein Pokémon-Spiel bekommen? Habt ihr vielleicht ein Fahrrad bekommen? Habt ihr ein Gameboy bekommen? Habt ihr ein iPhone bekommen? Ein iPad? Ja, die ganze Generation von jetzt ist auf diesem technischen Trip. Also ich glaube mal, dass viele von euch sowas bekommen haben. Haben werden. Ich muss mal kurz hier aufheilen, Leute, ein bisschen. Ein paar KP wieder regenerieren gegen das Macholo. Raus kommt jetzt eine Vergeltung. Geowurf. Macht 20 konstant, ne? Ja, das mal konstant schauen. Ist in Ordnung. Das kannst du ruhig machen, mein Freund. Was anderes aber nicht. Ja, wie gesagt, haut mir das einfach in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Und ja, ich hoffe, dass ihr einfach ein schönes Weihnachtsfest alle habt. Dass ihr die Zeit schön mit eurer Familie verbringt, weil... Ja, wow, 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 wow. Initiative? Initiative sinkt. Da habe ich jetzt Angst vor. Da habe ich jetzt Angst vor. Bin ich trotzdem schnell als das Ding? Ich flüchte, ich flüchte. Oh mein Gott, ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Wenn ich langsamer wäre, wäre ich gestorben, Leute. Da habe ich auch keinen Bock zu mit Sarah. Hey, zu sterben. Da ist ein Trainer, da ist ein Trainer. Komm ich runter? Ja, kein Trainer. Hier ist Bad Lavastadt. Bad Lavastadt, na 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 na, Bad Lavastadt. Bums. Oh yeah. Erstmal auffallen, würde ich sagen.
Und ja, wie gesagt, haut mir das einfach in die Kommentare, wie gesagt. Weihnachten ist das Fest der Familie eigentlich, das Fest der Liebe. Deswegen, ich kann aber erzählen, wie ich Weihnachten verbracht habe oder bringe. Wir gehen erstmal hier in das weibliche Häuschen rein. Ich mag das hier einfach. Einfach abchillen. Haben wir nicht das Itemradar auch dabei? So, nee, der soll anbleiben. Ich muss leveln. Da haben wir was. Eisheiler. Geil. So, Leute, ich würde sagen, wir chillen erstmal hier mit unserer coolen Beleuchtung auf dem Kopf. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was. Alles klar, bei mir ist... Oder ich kann auch rumlaufen, damit die Eier ausschlüpfen, ne? Wäre eigentlich geiler. Also bei mir läuft Weihnachten eigentlich so ab. Ich und meine Familie treffen uns... Also es ist gerade Heiligabend, wo ich den Part aufnehme. Wir treffen uns eigentlich alle so gegen 5, 6 Uhr. Alle kommen her. Mein Onkel, meine Oma, meine Schwester kommt her. Meine andere Schwester ist hier. Mein Vater, meine Mutter und ich. Wir treffen uns hier ganz gechillt, setzen uns hin, essen schön Raclette, wie sich das gehört. Beziehungsweise, ja, gehen erstmal in die Stube rein, singen ein, zwei Lieder vom Tannenbaum, so wie sich das gehört, ne, normalerweise immer ein bisschen singen. Gedichte werden nicht mehr aufgesagt, das war damals, als wir noch klein waren, jetzt nicht mehr so. Also ein Lied singen wir, weil Oma das will, aber sonst auch nicht. Und ja, sonst machen wir eigentlich nichts Großartiges, würde ich sagen. Setzen uns hin, essen gemeinsam. Wow, heavy lag, Alter. Warum lag das so zwischen den... Was... Was soll das? Jetzt leckt das Spiel. Darf ich nicht vom... Hast du's jetzt? Spiel, hast du's? Hast du's, Spiel? Okay, ich fahr nicht Fahrrad. Dann lauf ich rum. Dann lauf ich rum, Spiel. So wie du es willst. Also, wir setzen uns hin. Essen gemütlich. Und ja, dann knobeln wir die Geschenke aus. Das heißt nicht, dass jemand anders mein Geschenk bekommt, sondern dass wir sagen, wir setzen uns alle hin, nehmen uns einen Würfel, würfeln, bei 1 darf man sich das Geschenk holen, bei 6 darf man auspacken. Und man erzählt man so ein bisschen nebenbei, man kann sich auslachen, weil keiner ein Geschenk bekommt oder keiner darf was auspacken. Das ist immer ziemlich witzig bei uns. Am zweiten Weihnachtstag bin ich dann bei meiner Freundin, bei der guten Mandy. Da sind wir nur bei ihrer Familie da ein bisschen am Essen und am zweiten Weihnachtstag sind wir dann bei meiner Oma am Essen. Und ja, das war's dann schon eigentlich. Deswegen am 27. bin ich dann mit der Mandy auf einer Art Theaterkonzert irgendwie so. Und ja, das war's schon fast. Dann ist es schon der 28., 29., 30. Und dann ist der 31., dann ist Silvester. Und ja, dann geht's immer so weiter. Und dann haben wir schon das neue Jahr angefangen. Deswegen, das ist echt krass. Ich hoffe, ich krieg das Silvester-Special noch hin, beziehungsweise mein 40.000 Abonnenten-Special, was dann zum gleichen Zeitpunkt kommt, wird. Obwohl ich die 40.000 wohl eher knacken werde, weil ihr so eine geile Community einfach seid, Leute. Dieser Wachstum einfach so zurzeit. Oder allgemein die Zuschauerbindung, die ich gerade habe. Ey, es gucken so viele Leute meine Videos. Ich habe mal unter einem Pack-Opening so gesagt, ey, komm, wenn ihr 500 Likes schafft, dann seid ihr die Allergeilsten. Dann hole ich noch ein Weihnachts-Pack-Opening raus. Und was kam? 900 Likes, Leute. 900! So viel kriegen nicht mal Leute Aufrufe. Und ich krieg sowas einfach mal als... Wie? Als wie, Leute? Wie kriege ich das hin? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall... Das Eishift aus, ist noch alles an. Es ist noch alles an. Ich guck nicht hin. Ihr seht's, ich nicht. Ihr seht's, ich nicht, Leute. Das ist das Ei, was ich jetzt hier habe. Ich werde gleich meine Augen aufmachen. Gleich werde ich meine Augen aufmachen. In 3, 2, 1. Evoli! Ja, 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 ja! Geil! Eevee! Eevee! Geil, Eevee ist der Hammer. Evoli ist mega cool, ey. Das ist wieder so ein Pokémon, wo ich sagen kann, okay, ich will das haben, was ich will. Gerade zu Weihnachten hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne so ein Glaciola. Aber wer weiß, vielleicht wird es jetzt ein Glaciola, weil es ja am 24. Geboren wurde sozusagen. Genau, wir nennen es Jesus. Leute, das Pokémon müssen wir Jesus nennen. Komm, das ist Jesus. Es ist Jesus. Jesus! Jesus! So, Jesus, Leute. Jesus lebt! An dem Tag wurde Jesus geboren. Und Jesus ist jetzt bei uns im Team, Leute. Jesus! Und er ist weiblich, weil er zu Jesus ist. Die Werte sind jetzt nicht ganz so geil. Es hat Synchronlärm. Was ist das denn für eine Attacke? Was ist das denn für eine Attacke? Synchro-Lärm. 120er Spezial. Ah, alles klar. Du bist ein Monster, Alter. Du bist ein Monster. Jesus Christ, Alter. Gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden aber den Part, glaube ich, schon mal. Als knackigen Weihnachtspart. Ich will ihn nicht zu lang werden lassen.
Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was vor. Von daher, Leute, ich wünsche euch noch traumhafte Feiertage. Und ja, der Zero of Time verabschiedet sich. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Zero of Time, over. And now, wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und schreibt natürlich einen Kommentar in die Kommentare, Leute. Ciao.